Was kannst du eigentlich? Einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde. Hier ist der Carsten. Ich grüße euch zu diesem Video und zwar ein Unboxing-Video. Ja, es geht jetzt gleich zu meinem Schwiegervater. Der hat halt früher auch mit uns zusammen Spinnen gehabt. Eine Schlange hat er gehabt und ja, vor einiger Zeit hat er sich halt eine Gruppe Balfouris geholt. Ich meine 12 oder 13 Tiere und die möchte er jetzt ganz gerne umgesetzt haben. Und der Petty und ich, wir sind natürlich dabei. Herr Petty macht das, ich halte die Kamera drauf und ja, schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ne? Deswegen, ja, wir haben es jetzt 9:30 Uhr, sonntags morgens. Ne? Passende Zeit, um ein paar Vogelspinnen zu setzen, Freunde. Ich würde sagen, dann bis gleich. Tschüss. So, Freunde, wir sind jetzt da. Ich zeige euch mal einmal die Becken. Das ist das große, da kommen jetzt gleich die Balfouris rein. Jetzt sind sie noch hier, da in dem Becken. Ja, die Lampe scheint da drauf, könnt ihr jetzt nicht so gut sehen. Ja, wir machen das jetzt gleich in der Küche. Der Petty, der fängt die dann erstmal raus und dann setzen wir die dann gleich hier in dieses schöne Becken rüber. Ne? Würde ich sagen, ja, bis gleich, Freunde. So, Freunde, wir haben uns jetzt entschieden, das nicht in der Küche zu machen. Wir werden das jetzt hier machen. Und die Tiere halt dann einzeln, oh, so gut es geht, dann halt rüberholen. Guckt euch das mal an, da ist cool auch irgendwas Gehörntes drin, ne? Mit den beiden Löchern vorne, das sieht schon richtig cool aus. So. Ja, dann ist der Weg halt nicht so lang, dass wir die dann halt hier rüber setzen. Und ja, erstmal, ne? Moin, Petty. Moin. Ne? Wie sieht's aus? Ja, ganz gut. Ausgeschlafen. Ganz gut. Kriegen wir es hin? Ausgeschlafen natürlich. Ne? Mit der Vater, ja, ne? Ja, kriegen wir hin. Kriegen wir hin, ne? Ja. Sind wir ja schon geübt so. Ja, wir fangen jetzt langsam an. Würde ich sagen, genau. Richtig. Brauchst du noch einen Stuhl oder irgendwie was? Ja. Ja. So, dann hocke ich mich mal hier vor. Ja, warte mal, ich mache mal kurz auf Pause. Warte mal. Zu den Unboxing. Auf geht's. Ja, das erste Teil, genau, das kannst du schon mal so rausnehmen. So, hier ist ja keiner da, dran. Da ist keiner dran, so, ne. Ist ja auch richtig hohl, ja, ja, hier, ne? Ja, und sitzt einer drin? Nein, nein, ne? Nein, nicht? Die sind größer. Na, tu es erstmal in den Eimer rein. Noch besser rein. Nee. Nein, da sitzt keine drin. Nee. Man weiß ja nie, ne? So, ich vermute, die werden alle hier in diesem Helm sitzen. Ja. Die werden alle hier in dem Helm sitzen. Genau. Ich nehme mir erstmal den Helm gleich. Erstmal die Watte alle wegmachen. Ja, die klebt wie Sau. Die Zuckerwatte. So, einen Moment, ich muss mal hier mal was gucken. Ja, cool, hey, und da sitzen auf jeden Fall welche drin, wa? Ja, werden auf jeden Fall welche sitzen, ja. Aber drehst den erstmal nur um, um erstmal die Lage zu peilen. Den direkt hier rüber. Den ganzen, genau. Erstmal rein. Wenn die nämlich jetzt da rauskommen, ja, dann können die nämlich schön da dann reinlaufen. Dann rennen die schon mal dahin, wo sie hin sollen. Genau, und den nehme ich mir jetzt als erstes vor. Ja. Mache ich hier so lange zu. Ja. Genau. Richtig. Guckst du erstmal jetzt da, ne? Genau. So. Alles untergraben da drin. Sag ich mal. Cool, ey. Mhm. Ja, nimmst du jetzt so langsam das, genau, Netz weg? Genau, jetzt nehme ich das Netz da weg und dann... Alles klar. Schauen wir mal, wo sie langlaufen. Moment, ich kann mal von hier leuchten, das ist auch nicht schlecht hier. Einfach so hier hinstellen. So, dann könnt ihr das von der Seite aus sehen, Freunde. Aber da werden sie wahrscheinlich auch die meisten drin sitzen, ne? Würde ich mal so sagen. Hätte ich jetzt vermutet, ja. Ja. Oder meinst du unter dem anderen Stück hier? Also aus den Augen sind eigentlich immer ein paar rausgekommen. Hm. Also da in dem Wuschel ist keine, da oder? Guck ich gleich nochmal nach. Guckst du lieber gleich nochmal nach, ne? Ja, da sitzt auf jeden Fall eine drin. Ja? Ja.
Da kommt er schon raus aus der Ja? Augen. Ja. So, ich kann auch mal einmal näher rangehen, ein bisschen im Zoom. Das geht aber durch die Scheibe. Das geht aber. Auf jeden Fall. Da ist eine Häutung. Zack, hier. Zack. Also, muss gleich alles raus dann, ne, zum Schluss. Ich habe es auch gedacht, ne, jetzt kommen dann gleich so 5, 6 Stück da raus, so. Ja, jetzt ist natürlich das, was ich vermutet habe. Da ist jetzt eine drin, die ist in der Häutung hier. Jetzt echt jetzt? Ja, siehst du das da? Die ist in Okay. der Häutung. Eieieiei. Die ist jetzt gerade fertig. Wahrscheinlich die Haut, die ich rausgenommen habe, ist die Ja, gerade also die ist rausgeschlüpft. richtig schwach. Die ist noch frisch, ja. Ja, die ist ganz frisch ist hier jetzt, ne? Ja, das ist das, was ich vermutet hatte. Aber bei so vielen kannst du das ja nie wissen. Also du weißt jetzt auch nicht, ob da noch mehrere drin sind jetzt gerade eben, ne? Oder ob die Hier halt unter diesem, sind noch mehrere da sind drin. noch mehrere drin, ne? Ja. Ich würde den Ja. jetzt erstmal so beiseite stellen, Ja, okay. weil ich will die jetzt nicht noch mehr stressen, ne? Die hat das jetzt schon. Moment, ich leuchte nochmal. Ja, alles klar. Man sieht doch die Beinchen. Siehst du, das ist eine ganz frische Haut hier. Nee, Aber da steckst du halt nicht drin, ne? Siehst du, nee. die ist noch ganz weich, die Haut. Ja. Aber die ist super rausgekommen, weil da sind alle Glieder Ja. dran. Ja, da musst du gleich nochmal schauen, ob du sie kriegst oder so erstmal. Ja. Die ist auf jeden Fall fit. Hm. Aber die liegt halt noch auf dem Rücken, deswegen will ich da jetzt nicht so beigehen, ne? Ja, Da man, kommt er noch oben ja. raus. Ja, echt? Vorsichtig auseinander machen. Mal gucken, ob da noch was drin ist, ne? Ja. Soll ich dir mal so ein Döschen drüber geben, dann kannst du gleich die Pelle auch gleich da reinpacken. Ja, Weiß stell nicht. mal oben drauf. Warte, Moment, ich stelle mal oben drauf. So, genau. So. Das Zeug, das klebt. Aber hier wird keine drin sein. Ne. Wie die das verkleidet haben, ne? Ja, Mit dem Humus hier. richtig cool. Da ist keine mehr drin. Hätte ich jetzt nicht, ich habe da schon gedacht, dass da welche drin sitzen. Ne? Und wenn du klar so einen Ballen hast, dass du da noch erstmal klar nicht mehr wegkommen. Ne? Deswegen aber. Ich guck noch mal. Kleine Stücken, ne? Also die sind jetzt noch nicht so groß, dass die mir gefährlich werden könnten. Deswegen kann man das so eigentlich mit dem Finger machen. Sieht man ja an der Haut, die ist ja. Ganz frisch. Ja, das ist nur noch ein Teppich hier. Da ist nichts mehr drin. Das ist nur noch ein Ja, du Teppich. kannst das ja so schon rausnehmen. Ja, ist doch gut. Ich schätze mal, dass dann halt noch viele hier drin sitzen, Ja. ne? Hier drunter. Das ist ein Und Teppich. das Ding, das kannst du ja dann gleich einfach umklappen, ne? Ich sehe da auch schon. Genau. Wie gesagt, haben wir das schon mal weg. Hier ist auch noch ein Miniatur-Carapax. Ja. Von einer ehemaligen Häutung oder was? Ja, vor allem die verbauen das ja auch alle, ne? Das Ja. Zeug, die Häutung. Das lassen wir jetzt erstmal so, wie es ist. Da wolltest du gleich noch mal gucken. Ja, lass uns erstmal gucken, dass die Häutung da vernünftig. Was glaubst du denn, wie viele da drin sind mit der Ich frisch schätze gehäuteten? 5, 6. Jetzt wirklich? Ja. Also hier Okay. oben im Schädel sitzen schon einige drin. Da ist ja, guckt ja eine noch raus. Ja, da ist eine. Da oben. Ja. So,
Dann nehme ich mir mal diesen Eimer. Oder drehst du ihn erstmal um nach hinten hin? Oder wolltest du ihn auch so rüberpacken? Ja. Ich drehe den jetzt erstmal um. Da ist nichts. Da. Ja, guck mal. Ja. Weiße Asseln hast du auch drin da. Krabbeln herum. Ja. Ja, ja. Ich würde sagen, ich nehme das jetzt so rüber. Bevor die alle da drin in dem kleinen Becken. Nee, dann hast du zumindest schon mal alle drüben, genau. Ja. Richtig, dann kann man das auch besser kontrollieren. Und dann müssen wir die Erde gleich noch einmal durchwühlen. Ja, sehr gut. Ja, da sitzt eine. Ja. Ja, dann pack mal rüber. So. Wenn die jetzt rauslaufen, dann können die schön dahin, wo sie wollen. Genau, dann kannst du sie gleich schon mal richtig mit dem Pinsel in die richtige Richtung scheuchen und fertig, ne? So. Ja, die ölen jetzt natürlich genau hier hin, ne? Da, guck. Moment, ich mach mal. Schon eine hübsche. Zack. Da ist er. Ja, guck mal, hast du schon mal eine? Ja, jetzt krabbelt sie unten drunter. Ja, hab ich mir gedacht. Ja. Ich bin mal gespannt, wie viele wirklich noch drin sind, aber da wuselt es noch da drunter. Siehst du das? Ja, da sitzen sie alle, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob wir nochmal die Seiten tauschen. Einen Moment. Von der Seite vielleicht mal. Ein bisschen ranzoomen. So. Ja, hier muss man jetzt aufpassen. Wenn da so viele drunter sind. Nicht, dass man auf einmal so ein Beinchen oder so mit in der Pinzette hat. Lieber vorsichtig. Auf jeden Fall sehr interessant, ne? Klar, wenn es ein Tier ist oder so, das ist schon was anderes, wenn man eine ganze Gruppe umsetzt. Da hinten die. Ja, genau, jetzt kommt sie wieder nach oben. Ja, die kann jetzt erstmal, genau, gehen wir da in die Höhle. Genau. Die hat schon mal ihren Platz gefunden. Ja. Eins. So, erstmal hier eine Öffnung schaffen. Ja. Ja. Da. Mhm. Oh, ja. Die ist aber. Oh, die ist gut im Futter. Die ist gut im Futter. Ja, zack, und auch erstmal zur Seite abgehauen. Die müssen wir beobachten. Ja. Genau. Nicht, dass sie nämlich jetzt hier oben rum. Ich kann die mal ein bisschen runterlocken erst. Wo ist sie? Oh. Die stellt sich schon auf. Zeig mal. Oben an der Wand. Ey, weißt du was? Lass sie stehen. Lass einfach ihn stehen. Okay, die machen das nämlich gar nicht. Ne? Ja, die Balfouris können nämlich auch, ne? Ganz schön zickig werden, so. Das habe ich auch schon gemerkt bei meinen. Die können auch ösig werden. Ja. Hier ist eine Haut. Ja. Also, wenn das jetzt 13 Stück sein sollen, dann muss ich aber gucken, wo die alle geblieben sind. Weil hier wackelt nämlich gerade nichts mehr drunter. Wie, meinst du, ist nichts mehr? Hä? Da ist noch ein Dings. Haut. Eine Häutung. Oder sitzen auch noch welche unten in der Erde drin? In dem alten Becken. Ich mach jetzt erstmal das Gewusel. Ja, mach mal. Ich mach nochmal einen kleinen Cut. So, guck mal, schick. Ja, weil er ihr Gespinst da noch sieht. Ja. Oder spürt. So, gehen wir mal zurück. Ja, hier oben sitzt ja eine, ne? Die gerade ein bisschen hartnäckig. Die behalten wir mal schön im Auge noch. Ja, genau, die will da nämlich sich wieder reinwuseln. Ja, deswegen das Gespinst muss da jetzt raus, damit die sich neu orientieren. Dann machen wir weiter, wie gesagt. Ich bleib mal wieder auf der Seite hier stehen.
Die kann mal wieder in ihr Territorium da hinten gehen. Oder ein Schädel. Na. Da kommt auch eine hinten rausgekrabbelt. Am Schädel. Ja. Ja, guck mal. Noch ein bisschen in die richtige Richtung, ne? Ja. Ja, die wollen aber immer wieder in ihr Gespinst rein, ne? Ja. Zack. Und die andere sitzt noch hier oben. Ne? Muss jetzt hier erstmal. Genau, die dürfen wir nicht vergessen hier. Ja, ja, die sitzt ja noch. Jetzt erstmal gucken, dass ich das hier wegkriege. Mhm. Weil sonst wollen die da nämlich immer wieder rein. Hier ist nichts. Also sitzen doch mehrere noch im Kopf drin, ne? Ja. Definitiv, mein lieber Mann. An den kannst du ja gleich vornehmen. Oder meinst du, hier ist auch noch was drin? So. Muss man gleich zum Schluss ja, nochmal durchgucken. Genau, ne? Würde ich dann weil ich glaube, hier ist auch noch ein bisschen höhlenmäßig was. Kann sein, dass hier auch noch zwei sitzen. Würde ich jetzt einfach mal vermuten, du. Ne? Also die eine ist schon schön erkunden hier. Die sitzt jetzt hier drunter. Ja, cool. Ja, die werden das richtig schön zukleistern. Also, Freunde, wie gesagt, wenn wir uns das dann in 2, 3 Wochen nochmal anschauen. Oh, na, Moment. Da. Gucken, wo sie hin will. Ja, genau. Lass mal schauen. Guck mal. Speedy. Flott. Speedy Gonzales. Flott. Also ursprünglich waren es ja 13 Stück. So, und wir haben jetzt, also 2 habe ich auf jeden Fall gesehen. Ja, ja. Im Kopf muss man mal schauen. Zack, ins Wasser rein. Durch den Pott erstmal durch. Ja, aber du hast doch gesagt, die, also die Velosellas, die neigen ja eher dazu, ne? Zu Kannibalismus, ne? Ja. Also bei den Balfouris hast du eigentlich mehr Sozialverhalten, ne? Das Problem bei den Balfouris ist, wenn das Terrarium zu groß ist. Ja. Ach, guck mal, wer ist denn da? Die Lady ist da. Lady ab. Und tschüss. Genau. Die wenn ich, also die, die Balfouris, wenn die zu viel Platz haben, dann entwickeln die eigene Territorien. Und dann neigen die eher dazu, wenn jetzt da ein Territorium ist und da. Dass sich Gruppen bilden. Sozusagen. Dass sich dann Gruppen bilden. Lady ab! Ja, sag mal. Hä? Bist du entwischt? Ja, alles gut. Immer mal so einen Blick hinwerfen, wo die sind, die anderen. Mhm. Die ist hinten, hier runter und dann nach hinten gelaufen. Die hier in der Ecke saß, ne? Ja, 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 wir geben uns also echt Mühe, ne? Nicht, dass Schwiegervater dann mal... Nee, die ist auf einmal beim Zocken dann so, ne? So am Totenkopf. Was da übers Pad läuft, ne? Über die Hand dann. Wird auf jeden Fall ein super Short werden. Ne? Ja. Hier ist eine Haut. Meinst du, da ist noch was? Hier ist eine Haut. Noch eine Haut, okay. Ja, guck mal. Zack. Kam die jetzt aus dem Totenkopf raus? Zack, unten rein. Ja, aber das wird auf jeden Fall sehr interessant werden, so, ne? Wie gesagt, wenn die anfangen, das alles zuzukleistern, ja. Da werde ich auf jeden Fall dann noch für euch auch nochmal ein Video machen. Guck mir das dann halt an in den nächsten Wochen, wie sich das Becken entwickelt. Hier würde ich vielleicht mal einen Deckel drauf machen. Weil vorsichtshalber. Kann ja sein, dass... Dass doch noch eine drin ist. Aber... Ich habe durchgeguckt. Du hast richtig durchgeguckt, ja. Vorsichtshalber, aber... Ja. Gehen wir mal nicht von aus. Und bei diesem Kandidaten hier... Jetzt, ja. Na, wie wolltest du das? Kannst du das sehen da? Die liegt noch auf dem Rücken. Moment, unten liegt die am Netz. Ich auch noch mal rein. Ja, ich sehe die. Siehst du auch da, zack, über den Kopf, ja. Man sieht die Beinchen halt, ne? Ja. Da sind die ja eh noch so ein bisschen durchsichtig. Die sind noch ziemlich weich. Ja. Deswegen, ich würde die mal liegen lassen noch. Ja, aber du sagst ja, da sind wahrscheinlich noch mehrere drin, ne? Da sind mehrere drin, ja. Weil eine guckt hier oben auch raus. Hm. Eine ist ja gerade schon wieder rausgelaufen, ne? Ja. Das Problem ist, ich krieg die ja nur von da unten rausgescheucht und die liegt dann... Direkt am Eingang. Also wenn du jetzt mit dem Stiel.
hier, da. Hat sie gerade versucht, dahin hochzukommen. Ja. Was machen? Betty, was machen? Wenn jetzt, ja. Also ich würde die in Ruhe lassen, weil die ist noch nicht ausgehärtet. Wenn ich die jetzt anstupse oder so. So. Ja, wir haben den Kopf jetzt erstmal so hingestellt und schauen erstmal, weil wie gesagt, Paddy ist auch der Meinung, die eine, die ist halt, weil sie frisch gehäutet ist, noch nicht so fit. Und optisch, ganz ehrlich, sieht es jetzt auch nicht schlecht aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Man könnte es auch eigentlich so lassen. Ich finde es auch schick, vor allem ja, die spinnen ja sowieso. Die spinnen das ja sowieso zu und breiten sich noch aus und von daher... Das Einzige ist jetzt halt, wir wissen nicht, wie viele da drin sind. Ne? Ja, ja, das... das werden wir wohl halt jetzt so auch nicht mehr rauskriegen. Ne? Das Einzige, was wir jetzt noch machen können, ist, wir gucken hier nochmal rein, ob da noch was drin ist. Ich vermute, dass da vielleicht auch noch ein, zwei Tierchen drin sitzen in der Erde. Das könnte man noch machen. Aber jetzt so optisch finde ich das gar nicht mal so schlecht. Ne? Wir haben das ja auch schon gemacht. Ne? Wir haben hier diese Döschen da mit den kleinen. Einfach ein großes Becken, ne, weißt ja, ne, komplett ja, reingesetzt, was drüber gesetzt und so und fertig, ne, und einfach machen lassen. Ja. Ich hoffe halt wirklich, dass in dem Helm da, in diesem Totenkopfhelm, dass da locker noch 7 bis 8 Stück drin sind. Dann hast du mit den dreien, die hier rumlaufen, 11 Stück ungefähr noch. Ja. Kann sein, dass eine verstorben ist, zwei oder Kannibalen sich drauf gestürzt haben, aber. Also da hinten in der Ecke sind jetzt 2 Stück. Eine sitzt da unten, ganz hinten, und eine an der Scheibe. Genau. Jetzt. Ja, da hinten. Ja. Da krabbelt sie gerade runter. Ja. So, ich mach erstmal zu. Ah, ist schon cool. Also ich finde das nicht schlecht so. Ich finde das schon nicht schlecht. Aber wollt ihr hier nochmal reingucken? Ja, aber... Ja? Ist hier noch was? Ist? Nee, ne? Weiß ich nicht, so ein. Nee. Meinst du, da ist nichts mehr, wenn du so ein bisschen das mit dem. Das ist alles hart hier. Nichts untergraben. Da ist nichts mehr drin. Es kann auch sein, dass hier in dem kleinen Terrarium damals als Spiderlinge sich schon 2 oder 3 ein anderes Territorium gemacht haben, die dann beim Fressen damit reingekommen sind. Ja. Also du meinst, wir haben sie alle. So oder so. Ja, ja. Ja. Da aus dem Auge kommt eine raus. Ja, das macht das Ganze auf jeden Fall richtig interessant. Übrigens, ja, gestern haben wir uns Dings angeguckt. Indiana Jones. Und die haben den ab 12 gesetzt. Aber da waren doch schon so 2, 3 Szenen drin oder was, wie gesagt. Da hat aber der Jaws große Augen gekriegt, so, ne? Ja. Deswegen, ich hatte die auch nicht mehr so auf dem Schirm, aber, ne? Und dann am Anfang auch, ne? Da haben sie ja auch da, wo sie diese Figur geholt haben, weißt du, mit diesem rollenden Stein, ne? Ja. Da hat der Kollege ja auch den ganzen Rücken voller Smitties gehabt, ne? Guck mal, da rennt sie. Sagt er mal, hier wieder. Ja. Flitzer. Ja, also sagst du, lassen wir es erstmal so stehen? Ich würde so stehen lassen. Ja. Man kann die Tage noch mal gucken, wenn die aus dem Schädel rausgekommen sind und irgendwo anfangen, richtig rumzuspinnen, dass man den Schädel noch rausnimmt zur Not. Aber das ist dann Geschmackssache, ob das, also mir wird das so schon reichen, also mir wird das so gefallen mit dem Schädel da. Vor allem, die gehen jetzt von da aus raus und entwickeln ihr Territorium da unten drunter und kann man so lassen. Also die tollsten Sachen passieren ja dann auch abends. Ne? Ja. Oder nachts dann halt. Eben. Wie gesagt, wenn man da mal schaut. Ne? Aber interessant. Ich halte euch auf jeden Fall auf den Laufenden. Ja, kleines Unboxing auf den Sonntag. Und ja, ich gehe mal davon aus, dass da doch noch einige drin sind. Ne? Ja. Dass das passt. Man sieht auch durch die Löcher, dass da Action drin ist. Ja. Ja, ja. Man sieht die ganzen Beinchen auch. Ne? Die eine, die hat sich jetzt gehäutet, die wird jetzt... Ja, ja, ne? Da ist auf jeden Fall, oh, das im Kopf, da ist da richtig was los in dem Kopf. Definitiv, Gewitter im Kopf. Ja. Ja, ja.
So, da ist die frisch gehäutete, die ist jetzt da aus dem Kopf gerade raus. So unsanft gelandet ist, weiß ich jetzt nicht. Aber Moment, ich versuche mal ein bisschen ranzuzoomen. So. Ja, da ist er halt, ne? Aber die wird jetzt auch nicht viel machen können, ne? Frisch gehäutet, man sieht es auch, ne, dass sie halt Unten drunter. unten runter. Da. Ja. Schön, das Blau kommt schon Ja, durch. zack, ne, wir. Ja. Die konnte sich wahrscheinlich jetzt auch großartig nicht festhalten. Ich vermute, die hat sich jetzt wieder umgedreht in die Ja, richtige und Position und ist dann rausgefallen, ja. Aber rausgekullert. ist ja weich gefallen. Ja. Wie gesagt, so, die eine ist hier unten unterwegs. Ne, zack, zack, zack. Ja, eine scannt da oben alles ab. Ja, meine ist da hinten on Tour. Kann ich jetzt, kriege ich jetzt Da, wohl ja. nicht so schön drauf. Ja. Das ist halt immer das Ding, ne? Mit Licht, ohne Licht. Ja. Ja. Aber wie gesagt, ich denke mal, die wiederholen sich jetzt auch Eins, erstmal. zwei, drei, Ja. vier. Vier hast du auf jeden Fall. Dann hast du da im Schädel mit Sicherheit auch noch mal sieben, acht. Ja, wie gesagt, da passiert ja jetzt nichts. Die wird da erstmal so bleiben. Also ich würde jetzt auch wirklich ein paar Tage gar nichts machen. Ja, wie die abscannen hier. Die scannen jetzt das ganze Terrarium und Ja, setzen die fangen schon an, ne? ihre Leitfäden Ja, die fangen setzen. schon an. So ist echt cool. Ja. Da ist er. Die ist schon richtig aktiv. Die trifft jetzt auf ihren Kumpel da. Zack, erstmal drüber Wie latschen. geht's dir? Ah, egal. Ja, regt sich aber. Ja. Sehr schöne Aufnahmen, richtig cool. Schon Boah, heute. wie flott, ne? Die ist flott, ja. Wie flott, ey. Da, zack, da hinten, ey. Zwei Stück an der Wand. Ja, die haben schon schöne Größe. Ist schon in Ordnung. Da, zack, die andere hinterher. Ne? Ist mal schön Klasse. alles erkunden, ey. Ich liebe diese Tiere. Ja, super. Also, da kann man auf jeden Fall. Das ist schon cool, ey. Schon nicht schlecht da hinten, da oben, da, zack. Vor allem die gehen sich jetzt nicht irgendwie an oder so, ne? Ne, überhaupt nicht. So, was macht die andere? Da unten, ja. Ja. Ausruhen, ne? Ja, bewegt sich aber. Bewegt sich aber. Wie gesagt, die haben wir wirklich zum ganz schlechten Zeitpunkt erwischt, so, ja. Ja. Aber Naja, aber be ja. besser so, dass sie schon aus der Haut raus ist, Genau. als wenn sie noch mitten dabei ist, weil dann Richtig. Dann kann kann es sein, dann, dass dann was kaputt geht oder dass sie das stecken bleibt oder. richtig, ne, oder verstirbt. Ja. Ja, wegen Sonne musst du dann aufpassen. Also direkte Sonneneinstrahlung. Ja, machst ja eh dann wieder runter, ne? Ja, Von haben wir daher. jetzt eigentlich nur wegen dem Licht gemacht, Genau. ne? Richtig. So, cool. Richtig schönes Becken, ey. Ja, dann können wir das wieder wegpacken. Da ist nichts mehr drin, sagst du. Nein. So, da ist eine on Tour. Nochmal schauen hier. Da. So, da muss ich mal gucken jetzt hier, ob ich da nochmal mit Licht arbeiten kann, Freunde. So, ja. Da unten drunter. Zwei. Machen wir nochmal einmal hier eine Rundsicht. So, wie gesagt, ja, es ist von den Lichtverhältnissen. Lassen wir das erstmal so stehen, ja. Sehr schön. Sehr schön da. Ja. Und du ruh dich da mal noch schön aus. Jo. Dann wird das schon. Von der Seite, da war gerade die frisch gehäutete, hat sich auch gerade ein bisschen bewegt. Oh, das geht aber. Das geht aber. Das geht aber. Ja, das ist schon sehr schön. Oh, da hat man sie gerade gesehen, glaube ich. Nice.